und herzlich willkommen zu dieser Folge, meine lieben Freunde. Ja, es geht wieder weiter. Und ich muss ehrlich sagen, mir gefällt langsam hier. Ist ein bisschen was zugewachsen. Guck mal, hier fehlt noch ein Erdprompel. Guckt euch das an. So. Mal ein bisschen schauen, wie wir das ja machen. So, am besten. So ein bisschen random der Weg hier. Das ist der Kontrastenweg, ist das. Na, da kommt jetzt hier die Häuser hin, die zwei Stück. Die können wir ja auch mal so grob anwerfen, wo die hier entstehen sollen. So. 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 Dann hier drei und schwuppdiwupp. Ah, das passt nicht so ganz, aber warte mal. Wartet. Ist nicht so schlimm. Kann man dann trotzdem ja noch machen. Kann man ja auch so machen. Und den dann wieder hier hin. Und den dann einmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Und hier auch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Das passt ja super. 1, 2, 3 und hier sind 1, 2, 3, 4. Also muss so machen. Oder wir machen das so. Und haben hier in der Mitte. Und haben hier in der Mitte. Ja. Kann man hier schon ein bisschen hochziehen. So ein bisschen in dann noch den Keller raus, wenn man das so sagen darf. Upsala. Nein. Da lang. Und dann ziehen wir hier oben drüber. Das Baugerüst. Da können wir dann am Baugerüst dann dran. Am Baugerüst dran dann die Balken komplett nach oben ziehen. So. Und dann nächstes Deck. Und hier lang. So. Super. Das ist sozusagen einer der Häuser, die hier dann entstehen sollen. Wieder neue Häuser, die hier ihren Platz finden. Bin schon gespannt, wie das am Ende ausschaut, alles hier. Aber es soll alles so ähnlich sein wie da. Ne? Da kommt jetzt hier ein kleiner Weg hin. So. Und hier geht es dann weiter mit Haus. Es fängt dann hier an. Geht dann so hier hinter. 1, 2, 3, 4, 5.
fangen wir hier jetzt an. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sogar. Machen wir hier am besten mal 2 Fünfer. Dann machen wir hier vorne nämlich einen so einen hin, oder? Nee, 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 nee. Können wir schon ruhig so lassen. Ich habe dann schon was vor. Oh, was bitlastiges. Super. So, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Super. Dann tun wir hier rüber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das ist wieder nicht so praktisch wahrscheinlich. Haben wir hier wieder 4. Kann man nicht so gut machen. Dann haben wir hier wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und hier auch wieder das übliche Problem. Dann machen wir aber hier 3 und hier 2, 1. Oder nee, machen wir so. 3, 1, 2. Das schaut ein bisschen besser aus. Das kann man hinten auch machen. 3, 1, 2. Ja, der muss weg. Der muss weg. Und dann ziehen wir das mal hier so runter. Und gucken wir mal, wie es ausschaut. Gucken wir mal, wie es ausschaut. Das sind jetzt nicht die Riesenbaustellen. Gebe ich auch ehrlich zu. Aber so Häuser müssen auch gebaut werden. Und das hat 4 Platz und nach dem vierten ist das Ding hoch. 1, 2, 3, 4 Ding. Also hier. Im Endeffekt. Im Endeffekt ist es hier. Und es ist schon wieder die perfekte Bauhöhe, ne? Kann man nicht anders meinen. Das ist sozusagen die erste Etage, bevor hier oben wieder die nächste losgeht. Super. 1, 2, 3, 4 und in der fünften Etage wird hier das rumgezogen. Noch ein. Komme ich hier an die andere Seite? Nein. Aber wir können uns rüberbauen und ich glaube, ich muss mal das Fenster bei mir zumachen. Ich friere nämlich langsam. Achtung. So, könnte kurz mal etwas lauter werden am Mikrofon. So. Ah. Draußen ist nämlich gerade 8 Grad Celsius. Und mein Fenster ist auf und hier drin sind schöne, angenehme 18 Grad Celsius gerade im Fensternähe. Und auf meiner anderen Seite des Zimmers. Das sind 21. Nicht so warm. Das ist nicht so warm. Ich werde wahrscheinlich mir die Nacht richtig in die Decke einmummeln, sodass ich das genieße. Den ziehen wir hier noch nach oben. Hier können wir vielleicht auch den da machen für die Tür. Passt sicher irgendwie. Und wir gehen dann erstmal pennen. Wir haben hier schon einen Zombie, den müssen wir erstmal schlagen. Zombie, Zombie, Zombie. Unter uns, oder? Ich höre eine Hexe. Die habt ihr kurz auch gehört, ne? Die Hexe. Wo ist die Hexe? Wo ist sie? Im Berg hier drin wahrscheinlich. Ist ja irgendwie... Zack. Ist irgendwo eine Höhle unten drunter? Kann ich hier so reinlunschen, wenn ich mich so reinstelle? Nee. Wenn ich mich jetzt hier so schräg in den Berg reinbuddel, kann ich da hier die Höhlenmap aktivieren? Geht das? Ja, so. Blub, blub. Ah,
Cedric nicht nur auf die Minimap gucken, auch hier nach vorne gucken, nicht dass ich jetzt hier irgendwo abstürze. Aber hier ist keine Höhle, weit und breit. Schaut, schaut. Keine Höhle, weit und breit. Gut. Hätte ich wirklich gedacht, dass das hier... Kleinen Moment. Gut. Gut, gut, alles gut. Gut ruhen. So. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Wenn es wieder heißt, Let's Play Minecraft, können wir gleich mal ein bisschen ausfackeln. Und ja. Bis dahin. Ciao, ciao.